Hälfte, so. Von vielen Liedern. Good morning, this is Women X, we don't want to die in hospital. Bonjour, monsieur, dames, c'est les femmes et les oeufs, on ne veut pas mourir à l'hôpital. Guten Morgen, das ist Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Es geht um Patientenverfügungen. Das ist das Heft Patientenverfügung der Verbraucherzentrale NRW. Und wir sind beim Kapitel Patientenwille als Maßstab aller Entscheidungen mit einem Fragezeichen am Ende. Und es kommt die Situation 3. Das ist die letzte Situation, die aktive Sterbehilfe. Hier sieht man einen grünen Kasten. Und da steht gesetzliche Grundlagen drauf und ich habe eben mein Strafgesetzbuch genommen und den Paragraphen 217 im Strafgesetzbuch oder den Parlamentsbeschluss 217 im Strafgesetzbuch nachgeschlagen. Den werde ich gleich auch vorlesen, damit das hier vollständig ist und man auch weiß, was im Gesetzestext steht. So. Situation 3, aktive Sterbehilfe. Anders als der legale Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen wirkt die aktive Tötung auf Verlangen, zum Beispiel das Verabreichen einer Giftspritze, bewertet. Anders als der legale Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen, das ist Situation 2, Erste Hilfe im Notfall. Anders als der legale Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen wird die aktive Tötung auf Verlangen, zum Beispiel das Verabreichen einer Giftspritze, bewertet. Die sogenannte aktive Sterbehilfe ist in Deutschland verboten. Also aktive Sterbehilfe heißt Tötung auf Verlangen. Warum man dafür zwei Ausdrücke in der Justerei braucht, weiß ich nicht. Auch wenn ein Patient dies ausdrücklich, wahrscheinlich ist es so wichtig, dass es klar ist, worum es geht, dass man zweimal das auf unterschiedliche Arten weiß. Irgendwer wird sich was dabei gedacht haben. Auch wenn ein Patient dies ausdrücklich wünscht, sei es im Gespräch oder in einer Patientenverfügung, darf der Arzt diesem Wunsch nicht nachkommen. Okay. Also Ärzte dürfen nicht aktive Sterbehilfe leisten. Und jetzt kommt der Kasten gesetzliche Grundlagen. Seit dem 01.01.2016 gilt ein Gesetz in Deutschland, das die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe stellt. Es soll sogenannten Sterbehilfevereinen entgegenwirken. Seite 8. Nicht strafbar durch entsprechende Handlung zur Unterstützung einer Selbsttötung machen sich aber Angehörige und anderen nahestehenden, nicht strafbar durch entsprechende Handlungen zur Selbsttötung einer, nicht, nochmal, ist glaube ich wichtig, ich fange mal von vorne an. Erst mal einen Schluck Kaffee und dann nochmal, sonst verstehe ich nicht, was da steht. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich überfliege sowas immer erst. Ich bin da nicht intelligent genug zu, einfach drauf zu gucken, das langsam zu lesen. Ich brauche da mehrere Anläufe, um das direkt zu verstehen.
Gesetzliche Grundlagen. Seit dem 01.01.2016 gilt ein Gesetz in Deutschland, das die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe stellt. Das ist das hier. Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung. So, zu weit bin ich gekommen. Es soll sogenannten Sterbehilfevereinen entgegenwirken. Da steht schon was auf Seite 8 zu. Das habe ich schon vorgelesen. Da habe ich mir, glaube ich, auch was... Da sind noch so ein paar Fragezeichen dran. Okay. Gucke ich mir auch nochmal an. Jetzt kommt's. Nicht strafbar durch entsprechende Handlungen zur Unterstützung einer Selbsttötung machen sich aber Angehörige und andere nahestehende Personen, auch Ärzte. Okay. Man macht sich nicht strafbar durch entsprechende Handlungen zur Unterstützung einer Selbsttötung als Angehöriger oder als nahestehende Person, auch als Arzt nicht. Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts kann es außerdem in extremen Ausnahmefällen erlaubt sein, Medikamente zur schmerzlosen Selbsttötung durch staatliche Stellen zu erhalten. Okay, da gibt es ein Urteil. Ich habe hier meinen Bleistift. Zum Spitzer und Radiergummi bin ich noch nicht gekommen. Ich bin arbeitssuchend. Ich bin übrigens auch Gewerkschaftsmitglied. Staatlich mehrfach zertifiziert in Ämtern und an einem bayerischen Landgericht. Ich kriege keinen Job. Noch habe ich Geld für die Miete. So. So, jetzt lesen wir mal den Gesetzestext vor. Strafgesetzbuch. Was heißt wir? Ich. Noch bin ich nicht Kaiser von Deutschland. So. Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung. 1. Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht geschäftsmäßig handelt oder entweder Angehöriger des in Absatz 1 genannten anderen ist oder diesem nahesteht. Aha, wenn man Angehöriger ist, oder dem nachsteht und nicht geschäftsfähig handelt, dann bleibt man straffrei. Das Problem ist, man muss da an der Stelle, um das zu verstehen, mathematisch Klammern setzen, glaube ich. Das und hat da Vorrang, weil es zuerst da steht. Das ist in der Juristerei so. Ist ein bisschen kompliziert. Also, entweder man ist Angehöriger oder man steht dem nahe, zum Beispiel als Arzt. Und man nimmt kein Geld. Das heißt, Geld nehmen ist die erste Voraussetzung, wenn man kein Geld genommen hat. Und die zweite Bedingung erfüllt ist, dass man Angehöriger ist oder demjenigen nahesteht, zum Beispiel als Arzt. Da steht da drin, dass das für Ärzte gilt. Dann ist das Ganze straffrei. So, ich habe es, glaube ich, verstanden. Ja, weiter mit der Verbraucherzentrale. So, jetzt kommt eine Einschränkung. Ich habe ja gerade über die Straffreiheit gesprochen anhand des Gesetzestextes. Allerdings kann es Ärzten durch ihr Standesrecht oder durch Arbeitsverträge in Krankenhäusern untersagt sein, Patienten beim Suizid
Patienten beim Suizid zu unterstützen. Zum Beispiel bei konfessioneller Bindung oder ich weiß gar nicht, ob das da der Fall ist. Ich vermute das. Der Klinikchef will das nicht. Verboten ist es eh, es ist hier nur straffrei. Und dann sagt man einfach, nein, hier nicht. So. Ob solche Einschränkungen zulässig sind, ist zweifelhaft. Ausdrücklich erlaubt ist aber der Behandlungsabbruch. Dabei kommt es nicht darauf an, ob dieser passiv, also durch Unterlassen oder einer weiteren Behandlung oder aktiv, etwa durch das Entfernen einer Magensonde erfolgt. Okay, so. Behandlungsabbruch geht immer entweder passiv oder aktiv. Es ist egal. Passiv wäre, ich gebe dem keine Medikamente mehr. Aktiv wäre, ich ziehe den im Schlauch aus dem Rachen oder entferne den direkten Zugang zum Magen und ziehe dann den Schlauch raus und nähe das zu. Okay. Das war's auch schon mit dem Kapitel. Als nächstes kommt das Kapitel ärztliche Beratung. Dann kommt noch formelle Anforderungen, Inhalt der Verfügung, Verbindlichkeit der Verfügung und Aufbewahrung und Hinterlegung. Und dann bin ich auf der Seite 47 angekommen, dann kommt die Vorsorgevollmacht. So. Das war's. Bis später, wenn sich das hier einer angucken möchte. Tschüss.